Die meisten beachten ihre Füße erst, wenn sie schmerzen oder wenn sie sich verformen. Aber unsere Füße leisten im Laufe des Lebens Enormes. Überall wird propagiert, 10.000 Schritte pro Tag, das ist gesund für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das lässt das Fett schmelzen. Aber 10.000 Schritte pro Tag, hochgerechnet, sind fast 3,5 Millionen Schritte im Jahr. Und im Laufe unseres Lebens umrunden wir fast dreimal den Erdball mit unseren Füßen. Thema. 90% der Patienten, die in die Sprechstunde kommen mit einer Hallux-Valgus-Deformität, berichten, dass Bruder, Schwester oder Väter auch so etwas haben. Das heißt, wir wissen heute, dass der Hallux-Valgus doch eine große erbliche Komponente hat. Das sieht man hier sehr schön an dem Modell. Diese Gummibänder, wenn das schwach wird, wandert der erste Mittelfußknochen zur Fußinnenseite. Der Streckapparat wandert zur Fußaußenseite und dadurch ist es wie ein Pfeilbogen und zieht die Zehe zur Fußaußenseite. So entsteht der Hallux Valgus.